Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir spielen The Front und ich bin gerade dabei, meine Fischreusen zu überprüfen, denn ich habe Hunger. Ich dachte mir, holen wir uns ein paar Fische aus der Reuse, grillen die und dann im Laufe des heutigen Let's Plays wird ich nochmal rübergehen zu dem Haus, hier nochmal den NPC zähmen, domestizieren, denn zu irgendwas muss er ja gut sein. Wir werden das herausfinden, auf jeden Fall braucht das ja wieder eine Weile. Und in der Zwischenzeit, da würde ich nämlich noch mal reichlich Ressourcen farmen. Da fehlt noch einiges. Und da können wir halt die Zeit nutzen. Das würde ich euch dann natürlich rausschneiden, wo ich dann Ressourcen farme. Und natürlich dann noch ein, zwei von den Zombie-Monsterwellen werden wir dann heute auch noch beschwören, dass das mal weiter steigt. Wir sind jetzt übrigens bei Stufe 2. Die erste Welle hatten wir in der letzten Folge aktiviert, war jetzt relativ unspektakulär, sind gerade mal bis zur ersten Falle gekommen. Naja, ich hatte mehr erwartet, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr. Wir werden sehen, es gibt ja auch im Laufe des Spiels noch Elektrofallen und viele Elektrogeräte. Da freue ich mich dann schon wirklich drauf. So, Lagerfeuer. Wir aktivieren. Wir haben hier eine Menge Fisch. Packen wir rüber. 28 Lachs. Dann haben wir noch Sand rausgeholt. Das können wir jetzt erstmal im Inventar drin lassen. Ich habe insgesamt 7 Störsender dabei. Die Störsender brauchen wir ja für das Halsband zum Deaktivieren. Also lasst uns da direkt mal hingehen. Und wie gesagt, ich würde dann einfach noch ein bisschen farmen. Und dann, wenn es soweit ist, machen wir noch eine schöne Monsterwelle. Gucken wir mal, ob da heute ein bisschen mehr Action kommt. Vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, weil wir ja Materialien erhalten. Und die ganzen Belohnungen, die kann man halt gut gebrauchen. So, es ist natürlich jedes Mal ein anderer da. Weiß nicht, ich habe jetzt keinen gesehen, aber irgendwo muss er stecken. Irgendwo muss er stecken. Mit den Fähigkeiten habe ich noch nicht herausgefunden, ob die jetzt bestimmte Fähigkeiten haben oder ob sie die erst sich antrainieren. So, wen haben wir denn heute hier? Ein Betrüger. Ah. Frau Betrüger. Jetzt. So. Gucken wir mal. Gehorsam. Wir öffnen mal den Rucksack. Sehen nochmal die ganzen Werte. Lieblingsessen. Obstkuh. Erwartet mal Obstkuh. Da habe ich 3 Stück. Da würde ich mal einen opfern. Obstkuchen. Grillfleisch. Und Bärchen. Ich packe mal alles rein. Kann sich gut alles nehmen, was ich gern möchte. Chaos geht runter. Chaos tun wir einfach dann mit weiteren von den Störsendern wieder auf 1500, also 100% bringen. Rosam 0. Ja, das dauert jetzt alles. Wir können ja mal auf die Uhr gucken, dann seht ihr auch mal, wie lang das ungefähr dauert. 11.51 Uhr ingame. 9%, das liegt sicherlich an dem tollen Kuchen. Doch nochmal einen weiteren Kuchen opfern. Ja, wirklich so gut ist. Alles klar. Ich farm jetzt ein bisschen und dann wird sie gleich gezähmt sein. Und da sind wir wieder zurück. 0 Uhr, circa 12, 13 Ingame-Stunden hat es jetzt gedauert. Der Obstkuchen, der hat da wirklich richtig viel gebracht. Wir haben jetzt inzwischen auch die Aufgabe, Obstkuchen herstellen. Und ihr seht vielleicht, es sind noch ein paar andere Aufgaben aufgeploppt. Schauen wir uns gleich gemeinsam an. Aber zuvor gucken wir erstmal hier unseren Betrüger. Wir werden den als erstes unterwerfen. So, so uns gehorsam. So hoffe ich. Level 1. Verhaltensmanagement. Gucken wir uns nochmal an. Bewegungsstrategie. Reichweitenauswahl. Wir haben den Jagdbereich. Er kann wohl jagen. Wir müssen bloß ja alles herausfinden, wie das genau funktioniert. Zielauswahl.
Kampfstrategie. Position halten, Ziel verfolgen. So, das müsste jetzt aktiviert sein. Position halten. Angriffsmodus. Koordinierter Angriff und ausgewähltes passiver Angriff. Bewegungsstrategie hatten wir folgen. Er kann noch bewegen oder auf Abruf. Reichweitenauswahl. Okay, lassen wir das erstmal so. Eigenschaften, Rucksack. So, gehen wir nochmal in seinen Rucksack rein. Nehme ich mir erstmal das gute Grillfleisch raus. Die Bärchen kann er erstmal behalten. Nichts essen, Fähigkeiten. Talent, Technologie, nix hat er. Was wir aber machen können, wir können den in unser Inventar packen. Ich würde sagen, wir nehmen den erstmal mit, weil auspacken habe ich jetzt schon zweimal versucht, aus dem Inventar wieder in die Spielwelt hineinstellen. Funktioniert wohl nicht. Bisher sind sie immer verschwunden, waren dann auch wie immer weg gewesen. Von daher würde ich das gar nicht mehr versuchen. Und in der Zwischenzeit hatte ich, wie gesagt, ich hatte noch ein bisschen gefarmt und wir haben jetzt auch noch Kalk hergestellt. Damit können wir dann den Essenstisch jetzt bauen. Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ich hatte ja vor einigen Folgen das Gummigras gepflanzt. Es ist aber wirklich erbärmlich. Was da rauskommt, ein Samen hatte ich ja jeweils pro Slot gesetzt. Jetzt ahnt man mal, was aussieht hier wie eine Hundeblume ist. Gummisamen. E könnten wir jetzt Belohnung nehmen oder ich hack mal mit der Sichel rein. Doch. Was haben wir bekommen? 7 Gummigras. Na gut, das geht ja. Denn ich hatte ja mal mit E gedrückt, da kam nur ein einziges raus. Irgendwas gab es noch dazu. Schockmodul herstellen. Ist gerade rechts, was wir alles machen können. Doch. Also mit der Sichel lohnt sich das auf jeden Fall. Ach, Gummigras-Samen. 4 Stück. Okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt müssen wir Gras-Samen in die Hand nehmen. Dann packt man erstmal wieder rein. Ich weiß, das Beet, das steht wirklich hier sehr schlecht. Aber wir werden das alles später mal noch umbauen. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo ist denn jetzt hier unser Typ hin? Der rennt hier irgendwo hinterm Haus rum. Kommen Sie mal her, kommen Sie ran. Nee, die Koordination, die ist noch ganz schön daneben. Was macht man mit dem? Muss da noch mal ein bisschen dran rumstellen. Reichweite. Jagd. Warnbereich. Was ist ein Warnbereich? Verfolgungsbereich. Da, mittel, fern. Strategie bewegen. Per Abruf. Eine gute Frage, wartet mal. Wenn ich den jetzt hier einfach draußen rumstehen lasse. Der wird ja nicht wegrennen, hoffe ich mal. Wir warten erstmal kurz ab, denn wir gehen jetzt erstmal in den Technologiebaum. Es gibt wieder Neues freizuschalten. 2 Level hatte ich jetzt erreicht. Nur die Ätherscherben werden knapp. Und wir wollten Versorgung. Die Küchentheke hatten wir freigeschalten. Und dann Obstkuchen. Der ist wirklich sehr gut hier zum Zähmen, sage ich mal. Brauchen wir 30 Ätherscherben. Dann hatten wir noch den Fermenter. Den brauchen wir nicht. Aber für den Obstkuchen brauchen wir Mehl und Zucker. Da müssen wir mal gucken. Mehl war hier oben, da brauchen wir Zuckerrohr oder Weizen im Mörser drin. So, Waffen, Schockmodul, was ist denn das?
Angriffe haben eine Chance von 20%, das Ziel zu verlangsamen. Nur wirksam bei Speeren und Ölhacken. Ach so, das ist eine Art Mod. Molotow-Cocktail, Repetiergewehr. Da brauchen wir Polymere. Da würde ich mich erstmal um Polymere kümmern, bevor wir das freischalten. Die stellen wir wiederum in der Filtermaschine aus Öl und Harz. So, dann lasst uns mal gucken, haben wir denn eigentlich eine Filtermaschine? Eine, die haben wir noch gar nicht. Und in den Mörser haben sie gesagt, Weizen. Dieses Getrampel macht mich schon ein bisschen nervös. Weizen habe ich leider keinen gefunden bisher, so wie das aussieht. Wir haben etwas Öl. Der Schmiedetisch. Hier stellen wir Glasflaschen, mechanische Teile her. Wartet mal. Wir packen den jetzt ein, egal. So, jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, wie das ging. Rucksack, Rucksack. Gefolgerucksack muss geleert werden. Wo kommen wir hin? Und Gefolge ziehen sich zurück. Ab in einen Rucksack mit ihm. Jetzt können wir ihn ja mal einfach zum Beispiel hier an die Schmelze stecken. Dann gucken wir mal, ob der levelt. Hier unten. Oh, ich dachte jetzt, wo ist er denn hinten? Ist er schon wieder verschwunden, aber er ist unten in der Leiste gewesen. So, dann ziehen wir rein. Dann bekommt er noch ein paar Bärchen. Und das Grillfleisch. So, wir aktivieren den. Dann haben wir eine Menge Fasern. Die würde ich gleich als Brennmaterial nutzen. Wir haben noch Bleierz, Eisenerz, Stein kann mit rein, anorganisches Salz, das nicht. So, wir aktivieren Kupferbahn. Sagen wir mal 30 Stück maximal. Klicken erstmal alles an, das kann alles schmelzen. Kalk könnte man auch ein bisschen herstellen aus Stein. Silizium, wartet mal. Silizium aus Sand, das bringt mich auf eine Idee. Also, lasst uns mal Silizium herstellen. Doch die ganze Zeit Sand gesammelt. Dass wir mehrere Öfen haben. So. Wir brauchen wieder Fasern aktivieren. Silizium 100 Stück. So. Die brennen. Ich mal eben. Tut sich jetzt irgendwas durch unseren Gefolgsmann? Er ist jetzt Level 2. Ernährungswert 6,6. Schadensmultiplikator 15, Level 2. Wir beobachten das. Wir lassen den jetzt in der Schmiede drin. Und wollten uns jetzt den Tisch bauen. Ach, verdammt. Ich brauche noch Kalk. Ich tue mal eben ein bisschen was rüber switchen. Das ist einfach zu viel in meinem Inventar. Gucken mal, dass wir einfach hier so einen Slot voll haben. Das, was übrig ist, nehme ich wieder raus. Eisenerz, Seil.
Dann haben wir die Früchte. Was haben wir hier noch? Klebeband würde ich auch im Inventar behalten. Steinfasern. Hier haben wir das Harz drin. Wieso habe ich denn jetzt noch Sand im Inventar? Okay, dann hatte ich zwei Stacks. Packt man das schon mal mit rein. Ja, Siliziumproduktion läuft hier super. So, was macht er hier? Level 2, ja, wir beobachten weiter. So, wir räumen mal kurz das Inventar ein bisschen leer. Ich hatte ja schon mal gesagt, nichts wegwerfen. Es gibt später dann noch einen Wiederverwerter, wo wir wirklich alles reinpacken können. Jeder Scherben 259. Kommen die jetzt alle her? Will hatte ich davon gar nicht. Dann können wir natürlich auch etwas mehr freischalten. Ich hatte mich jetzt extra zurückgehalten. Der Annahme war, dass ich bloß ein paar oder 100 plus habe. Menschlicher Generator hier, mega. Da versuche ich den auch noch reinzustecken. Menschlichen Generator, Hydraulikventil. Kühlschrank, auch gut. Schrank freigeschalten. Menschlichen Generator, Polymere, da gucken wir mal. Arbeitstisch aus Metall. Schmiedetisch, ja. Hier können wir auch die Polymere. Hier sollten wir die eigentlich. Stand hier zumindest. Oder haben es noch nicht freigeschalten? Ach nee, in der Filtermaschine. Da war ja was. Die Filtermaschine. Küchentheke, herstellen und Filtermaschine. Da fehlt uns 8-mal mechanische Teile. Da brauchen wir wiederum Eisenbahn und Kupferbahn. Bahn haben wir gar nicht so viel. Hier war noch was drin, wa? Das war Blei. Hi. Gut, 8 Stück, 6 Stück brauchen wir noch. Das ist im Gang. Dann können wir die Filtermaschine bauen. Unsere Küchentheke ist gebaut. Mal Filtermaschine. Ja, Kupferbahn ist noch da. Mechanische Teile. Und jetzt muss ich doch noch mal gucken. Sorry, bin immer ein bisschen vergesslich. Öl und Harz. Dann holen wir uns nämlich schon mal das Öl und Harz hatte ich ja gerade hier drin gesehen. 10 Stück. 10 Stück. Okay. Bauen wir erstmal die Küchentheke auf, den Küchentisch. So, da habe ich gesagt, die packt man hier mitten in den Raum, weil sonst wird es hier eng. Raum. Zack. Was können wir denn hier Schönes machen? Grillfleisch. Grillfisch. Pilzsuppe. Süßbrot aus Zucker und Mehl oder Mehl, wilde Früchte und Zucker in lecker Obstkuchen.
Zucker. Mehl, ja, Zucker, das sind ja diese Zuckerrohrstangen, die finde ich hin und wieder, das ist kein Problem. Und für Mehl müssen wir halt einfach eine Farm finden, wo wir dann mal richtig zuschlagen. Wenn wir Samen bekommen, müssen wir uns noch hier ordentlich Beet anlegen. Dass wir jetzt unsere Filtermaschine. Oh, Filter. Sagen zu unserer Filtermaschine, was ist denn das für ein mächtiges Konstrukt draußen hinsetzen. Ich glaube, wir müssen anbauen. Ich glaube, wir müssen anbauen heute. Ah, Level 2. Ich weiß nicht, ob da was passiert. Level 2. Läuft noch, hier läuft es noch. Ich lasse den einfach weiterhin drin. Produzieren ja noch fleißig Bahnen. Schieb noch hier ein bisschen Faser nach. Und dann suche ich mal eben meinen Bauhammer. Oh, Bauhammer. Mal Steinfundamente. Das ist auch schon mal gut. Denn wir werden jetzt draußen anbauen. Ich wollte gerade mit dem Bauhammer überprüfen, ob wir das aufwerten können. Ja, der Holzhammer. Zur Reparatur von Gebäuden. Von Aufwerten steht da nichts. Was vielleicht interessant wäre, ob wir mit dem Fundament so ein anderes Fundament überschreiben. Auch nicht. Bloß zerstören können wir das. Schade. Aufwerten klappt wohl nicht. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo packe ich mal die fette Filtermaschine hin? Schade, hier haben wir jetzt den Wassersammler stehen. Filtermaschine. Ja, auch nicht. Warte, ob ich hier diese Wand wegreiße. Da haben wir aber leider wieder diesen Erdbohrer gebaut. Gewinnung. Da bekommen wir ja schon mal Öl. Pass auf. Dann setzen wir die jetzt hier vorne dran. Was ein Konstrukt. Ah, hab schon geahnt, dass es hinten überstehen könnte. Steht über. Hier stört das Beet. Na gut, das können wir ja später wegreißen. Machen wir das so. Lassen wir das noch wachsen. Könnte man hier noch eine Mauer ringsrum bauen. Kommt schon gut. So eine Filtermaschine. Polymere, Harz und Öl. So, 8 Stück werden es. Und ihr glaubt's nicht, jetzt ist mir schon wieder entfallen, was ich mit den Polymeren machen wollte. Was wollte ich bauen mit diesen Polymeren? Es ist wie verhext. Ach ja, 20 Stück für den Generator. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Wir müssen Honig.
Und Benzin besorgen. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal gleich eine Zombie-Welle. Machen wir Stufe 2. Stufe 1 war wirklich sehr, naja, sehr langweilig. So muss man sagen. Die sind gerade mal hier bis zu der ersten Spike-Falle gekommen. Wo ist Spike-Falle? Sehe ich ihn jetzt wie beschädigt? Also muss nicht repariert werden. Ich weiß nicht, ob er die Falle getroffen hat. So, wir haben hier die Pfeile. Da kann ich ja noch ein paar reinpacken. Und dann gehen wir mal hinten aktivieren. Gibt es auf jeden Fall eine Belohnung. Hätte ich eigentlich vorhin schon mal mitmachen können. So, Runde 2, Etherscherben und Belohnungskisten. Starten. Die Straße von biologischen Induktor zum Raum Zeitmarkierung ist blockiert. Nee, da ist nichts blockiert. Wir haben doch da eine Treppe. Ey, ist er vielleicht doch blockiert? Warum? Wege. Stehen geblieben. Ach. Verbleibende 10. Weiß auch nicht, warum das blockiert ist. 14 Minuten bleibt das liegen. Kann man nicht verstehen, oder? Schön in eine Reihe, bitte. So, das war's. Der Sieg ist unser. Was haben sie denn mitgebracht? Ederscherben, Holzzaun, Blaupause. Das ist eigentlich nicht der Rede wert. Ja, wenig Ressourcen haben sie mit. Ederscherben, ja, haben sie ein paar mit. Blaupausen. Ich denke mal, umso schwerer, umso besser werden dann sicherlich auch die Blaupausen. Ja, das Spiel ist schon noch komisch. Er hat uns zwar die Warnung gebracht, dass das hier blockiert ist, aber wir haben hier eine Treppe dran. Die können doch hier ganz normal hochlaufen. Manchmal muss man es nicht verstehen. So, wir holen uns noch die Belohnung ab. Habe ich noch Platz im Inventar? Ja. So, Ressourcen erhalten. Oh, guckt mal, schön. Polymer haben wir bekommen. Ätherscherben, organisches Salz. Nochmal organisches Salz. Erst Schießpulver, Öl, mechanische Teile, Blaupausen. Na gut, das ist Steinwerkzeug. Interessiert nicht. Polymer. Runde 3. Müssen wir noch warten. Endversorgung. Ja, ich setze einfach vorne noch eine weitere Treppe an. Dann gucken wir einfach, warum, weshalb, wieso das so ist. So, die Bahnen sind in Arbeit. Hier haben wir schon mal Silizium drin, falls das nötig ist. Halt, dann können wir aber hier die Schmiede ausmachen.
Vielleicht wird es doch noch 17. Ja, es fehlt noch ein bisschen was. Wie viel haben wir gefunden? Was noch fehlt, ist Harz. Aus Holz gemahlen. Ist es ein häufig verwendetes. Industrie aus Holz gemahlen. Ich dachte jetzt, Holz gefunden. Aha, Tatsache. Könnten wir jetzt einfach hier Brennholz nehmen? 100 und sagen, stell uns mal Harz her. Ja, ich würde hier mal ein bisschen vorbereiten. Noch weiter etwas looten oder lasst uns mal gemeinsam noch mal in die Mülltonnen schauen, was wir da so Schickes drin finden. Mitunter gibt es da richtig nicht Gummigras. Wie heißt das Zeug? Kautschuk? Ich weiß es gerade nicht. Wir gucken einfach mal. Bleierz, Kupfererz. Das ist halt das Schöne. Wir haben hier direkt drei, vier Spawns vor der Nase, die wir halt auch jeden Tag wieder ablaufen können. Hatte ich jetzt nicht gemacht, aber jetzt können wir es ja ruhig mal gemeinsam tun. Kupfererz, Sand. Hier haben wir noch so einen Mülleimer. Haben wir nochmal Kupfererz, Eisenerz, also Futter für die Schmieden. Ja, jetzt würde ich mich aber verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr irgendwo Lust drauf habt, dass ich hier mal was machen sollte, zeigen sollte, schreibt es mir gerne. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Ist gut für den YouTube-Algorithmus. Der freut sich. Ich freue mich natürlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.